Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meiner MyTeam-Karriere. Wir starten dieses Rennwochenende in Holland. Es geht ab nach Zandvoort. Und wie soll es anders kommen? Es wird im Rennen wieder regnen. Leistungstechnisch befinden wir uns noch immer auf dem vierten Rang. Nicht verbessert, nicht verschlechtert. Beim DRS-System werden wir die maximale Spaltbreite nur upgraden. Und auf geht's ins Qualifying. So, im ersten Versuch haben wir schon eine Pole-Position-Zeit hinzaubert, meine Damen und Herren. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ich habe mich dann nochmal entschlossen rauszufahren. Wir werden nur mal auf ein Hotlap gehen und versuchen, da unsere Zeiten zu verbessern, weil die anderen sind auch alle noch draußen. Die werden vielleicht nochmal nachlegen und dann brauchen wir natürlich da was gegenzusetzen. Und das gelingt uns derzeit halbwegs einmal. Wir sind auf der gleichen Zeit wie im ersten Versuch, wie in der ersten Runde. Die habe ich jetzt besser genommen. Das erste Mal sind wir jetzt im grünen Delta. Schauen wir, dass wir die letzten Passagen da jetzt noch gut umigrieren. Vor allem die nächste, da brauchen wir viel Schwung auf die Gerade mit aussehen. Die haben wir wirklich gut getroffen. Da schauen jetzt wieder schnell aufs Gas und wieder volle maximale Beschleunigung. Meine Damen und Herren, es schaut wirklich gut aus. 2 Zehntel haben wir uns verbessert zu unserer ersten gefahrenen Zeit. Wir befinden uns jetzt kurz vor dieser Rechtssteinkurve und dann geht schon auf Startziel zu. Es ist wirklich eine gute Runde. Wir haben 3 Zehntel rausgeholt. Vor allem diese letzte vor der Stern haben wir besonders gut genommen. Und wie schaut's aus? Wir gehen hier auf Pole Position. Wir schaffen es in Holland hier, die nächste Pole einzufahren. Nach Österreich, die zweite Pole Position. In Belgien haben wir es ja durch die Strafversetzung nicht antreten dürfen. Aber da ist das Ergebnis. Wir starten wieder ganz vorne, meine Damen und Herren. Strategisch werden wir es ein wenig anders anlegen. Wir haben gesehen, es wird früh regnen. Wir starten auf Soft und hoffen dann, dass das eine gute Strategie ist. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Start. So, und am besten, wir haben jetzt so einen Start wie in Österreich, meine Damen und Herren, dass wir uns da gleich ein wenig fernhalten. Schauen wir, ob uns das gelingt hätte. Es ist ein durchschnittlicher Start. Die anderen da hinten kommen viel besser weg. Ich bin gleich mal ein Sandwich. Der Norris links, der Sainz ist rechts. Schauen wir, dass wir da gut ausbesteinigen. Das gelingt uns. Wir verteidigen hier unseren ersten Platz. Es hat so ausgeschaut, dass da hat uns die gleich mal schnupfen da. Aber wir sind da durch diese Kurven gut durchgegangen. Wir haben uns da gut behauptet. Und wir führen jetzt einmal in Holland das Rennen an. Wir sind in Runde 1, meine Damen und Herren. Da kann noch viel passieren. Vor allem, wann wirklich der Regen kommt. Auf das man nicht hoffen. Aber natürlich kann das passieren. Ich hoffe, dass uns da das Belgien-Rennen ein wenig Erfahrung mitgegeben hat, wie wir das dann anzulegen haben hier in Holland, wenn es da wirklich wieder ins Regen auffängt. Das wäre wahrscheinlich der Worst Case. Da weiß ich schon, aber wenn wir wenigstens ums Podest mitkämpfen können. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir die erste Runde gut umigrieren. Das ist uns gut gelungen. Uns hat da keiner attackieren können mehr. Wir haben da jetzt schon 7 Zehntel. Der Sainz, der hält natürlich da das Feld ein bisschen auf. Der ist auf Medium unterwegs. Der verfolgt eine andere Strategie als alle anderen, inklusive mir. Wir hoffen drauf, dass es früh zu regnen beginnt. Dann geht unsere Taktik auf, aber das wird jetzt dann erweisen. In Runde 5 ist der Norris wieder da. Er versucht mich wieder in der ersten Kurve zu holen. Wir verteidigen uns wieder gut. Die äußere Linie ist da anscheinend nicht die beste. Da komme ich einfach dann immer besser raus. Wir verteidigen uns weiter. Wir wollen hier wenigstens bis zum Boxenstopp, bis ins Ring auffangen. Gut dabei bleiben, die anderen gut hinten halten. Wir sind schon in Runde 7, meine Damen und Herren. Ich kann das ganz gut verteidigen. Die anderen kämen da nicht irgendwie vorbei. Auch nicht in der DRS-Zone. Wir machen das ganz gut. Der Norris kommt wieder innen. Ich komme trotzdem wieder besser aus als der Kurven. Oder doch nicht. Er setzt das ERS ein. Schauen wir, ob wir uns da noch vorbeisetzen können. Wir können uns behaupten. Ist das denn der Hammer? Ein echter spannendes Rennen bis dahin. Es wird gekämpft, es wird gefightet. Und bis jetzt können wir immer die Oberhand behalten. Aber wenn der Regen kommt, dann werden die Karten neu gemischt, meine Damen und Herren. Da müssen wir überhaupt einmal schauen, ob wir da überhaupt mithalten können. Ob wir da die Base fahren können, dass wir vielleicht unter die Top 3 kommen. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, der erste Regentropfen
ist auf unserem Visier. Das ist jetzt der Startschuss. Wir werden jetzt sofort in die Box gehen. Wir werden da volles Risiko gehen. Aber wenn wir noch wegen draußen bleiben können. Ich will nicht überrascht werden, dass ich da irgendwo dann in strömenden Regen reinkomme. In Holland kann das ziemlich plötzlich kommen. In Holland kann da auf einmal das sinnflutartige Regen kommen. Und das wollen wir vermeiden, dass wir da mit die Soft vielleicht in so einen Regenguss reinkommen. Wir werden jetzt sofort in die Box gehen. Wir werden uns jetzt sofort die Indoor holen und werden darauf hoffen, dass das der richtige Plan ist, dass das die richtige Strategie ist und dass wir dann nur halbwegs mitkämpfen können und nicht zurückgereiht werden. Aber jetzt brauchen wir mal einen Top-Boxenstopp. Bitte Burschen, euch darf nicht wieder der gleiche Fehler passieren wie in Belgien. Da haben sie wieder einen Fehler gemacht beim Raffenmontieren. Rechts vorne kommt Burschen. Heute brauchen wir es, genau heute. Jedes Zehntel ist wichtig und heute genügt Herner. 2,4 Sekunden ab Bombenboxenstopp. Wir springen in Runde 10. Jetzt holt sich auch der Norris die Inter an. Werden wir da vor dem Rauskommen? Nein, es gelingt uns nicht. Er ist da 2,5, fast 3 Sekunden vor uns. Aber das ist auch kein Problem. Wir schauen, dass wir da jetzt wenigstens um B2 mitfahren können. Dass ich da im Regen wahrscheinlich nicht Gewinner wäre, das war mir schon klar. Aber jetzt gibt es eine engagierte Leistung hinzulegen. Es ist ein wahnsinnig schweres Unterfangen. Wir befinden uns erst in Runde 11 von 36. Und jetzt muss ich so viele Runden mit den Regenraffen hier im Regen in Holland bestehen. Hoffentlich gelingt uns das besser als in Belgien. Aber ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Der Norris hat schon 3,5 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, nach vorne brauchen wir uns nicht mehr orientieren. Wir müssen jetzt nur mal schauen, dass wir in Sainz und den Ricciardo da hinter uns lassen. McLaren ist ja wahnsinnig stark. Mich darf es nicht wundern, wann der Ricciardo da auch noch an einen Sainz vorbeigeht. Der Norris zeigt mit seinem McLaren da vor uns. Was die auf derer Strecken machen können, zu was die auf derer Strecken fähig sind. Und das gilt jetzt einfach nur zu verteidigen. Wir müssen schauen, eine gute Pace zu finden. Wir müssen schauen, dass wir gut im Regen zurechtkommen. Weil dann könnte sie nur ein Stocker ausgehen. Wir springen in Runde 27. Wir haben echt gut mithalten können, meine Damen und Herren. Der Norris ist uns da komplett enteilt. Der ist schon 12, 13 Sekunden vorn. Aber wir haben da hinten nur ein wenig die fernhalten können. Der Ricciardo, wie vorher angekündigt, ist da an einem Sainz vorbeigegangen. Der aber mit einem Fehler da sehr weit zurückgereiht worden ist. Jetzt haben wir Ricciardo, Russell und Perez hinter uns. Der Perez wird uns nicht mehr gefährlich werden. Aber der Ricciardo und der Russell sind noch 3 Sekunden weg. Wir haben noch 9 Runden zuvor, meine Damen und Herren. Wird das wirklich die Situation? Derzeit kommen wir wirklich nicht schlecht zurecht auf der Strecke. Wir können die gut fernhalten, die was da hinter uns daherkraschelt kommen. Sie sind die ganze Zeit in so einem 3-Sekunden-Fenster. Die kommen nicht weiter zu, aber ich komme nicht weiter viere. Der Norris, der fährt heute auf Schienen. Ich weiß nicht, mit was für Raffen der fährt. Auf alle Fälle nicht mit den gleichen wie alle anderen. Der hat jetzt 14 Sekunden Vorsprung davor. Das ist ja der Oberhammer. Der fährt heute mit seinem McLaren in einer eigenen Liga. Aber der ist für uns nicht mehr erreichbar. Wir müssen schauen, dass wir jetzt vielleicht B2 oder wann wir dazu kommen, wenigstens B3 aussichern, dass wir auf Stockholm fahren. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in der letzten Rennrunde und wie angekündigt, haben sie die zwei wirklich zu überkämpft. Jetzt sind die ganz nah dran an mir. Wir müssen nicht verteidigen, wir müssen kämpfen hier, dass uns die da nicht irgendwo noch schnupfen. Die zwei sind aber auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Das könnte ein wenig ein Vorteil für uns sein, wenn sie die zwei so bekriegen da. Der Papa vor der Runde 36 in Holland im Regen, nur immer auf B2. Der Norris ist außer Reichweite, eigene Liga heute, den brauchen wir nicht mehr beachten. Wir haben die zwei dahinter uns sitzen, Ricciardo und Russell. Die sind die, die was wir jetzt verteidigen müssen. Und jetzt schauen wir, dass wir da noch gut rauskommen auf diese Gerade da. Weil wenn wir das schaffen, und wir schaffen es, es klingt uns wirklich super. Wir können uns da noch mal entscheidend ansetzen. Aufpassen, jetzt nur mal die langgezogene Links da, nicht zu früh aufs Gas gehen, dass wir gerade rauskommen. Jetzt haben wir noch mehr A-Kurven vor der Steuerkurven.
Wiese rechts da und dann geht schon über die Steilkurven auf Startziel zu. Meine Damen und Herren, wir sind gut dabei, wir sind der Oberhammer, wir schaffen die nächste Sensation. Papa Racing und der Papa gehen in Holland auf B2 über die Ziellinie im Regen, in unserem verhassten Regen. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist der Oberhammer. Wir machen es einfach wieder möglich. Der Button noch Fahrer des Tages. Na, was will man mehr? Und jetzt das Endergebnis. Der Norris in einer eigenen Liga mit 16 Sekunden Vorsprung vorm Papa und vorm Ricardo im McLaren. Die zwei McLaren, die waren der Oberhammer dieses Rennwochenende. Die zwei sind die Regengötter schlechthin. Aber wir haben gute 18 Punkte wieder mitgenommen, die was für uns so wichtig sind in der Endplatzierung. Und schauen wir, ob wir nächste Woche mehr ausbauen können. Ciao, ciao.